Ist das dein Ernst? Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Und du hast hier nochmal 120.000 Euro on top gelegt. Ja. Also würdest du mir den jetzt nicht verkaufen? Nee, das auf keinen Fall. Alter Schwede, ist das geil. Ist das geil. Das ist ja geil. Servus. Moin, grüß dich. Alles fit? Ja klar, bei dir. Alter Schwede, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Also ich habe alles draußen vermutet, aber nicht das hier. So soll es sein. Wahnsinn. Ey, das ist ja krass. Ich ziehe erstmal meine Jacke aus. Ja? Mach das, mach das. Und dann muss ich euch nämlich was erzählen. Das ist nämlich was ganz Wichtiges. Und zwar liege ich im Bett. War ein Sonntag, oder? Sonntag müsste es gewesen sein, ja. Sonntag war das, genau. Liege ich im Bett so und guck. Und lese mir immer eure Nachrichten durch. Egal wo, YouTube, Instagram, egal wo. Auf einmal kriege ich Instagram eine Nachricht. Bumm. Geh rauf. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 Bilder hast du mir geschickt. Geh auf ein Bild rauf und sag, ey, ich war so nervös. Ich bin aufgestanden, habe einen Kumpel angerufen und habe gesagt, ey, ich habe mich selten in einem Auto so verliebt. Das habe ich dir auch geschrieben. Ja. Ich hab Patrick nämlich zurückgeschrieben, ich habe mich verliebt. Ich komme zu dir, so schnell es geht. Also, Frankie, dreh dich mal um. Jetzt seid ihr enttäuscht, ne? Denn der ist noch zugedeckt. Und ich sage euch eine Sache. Das ist meine Lieblingsfarbe. Und jetzt habt ihr Zeit zu schreiben, welche Farbe ich bei Ferrari liebe. Okay? Bist bereit? Ja. So, machen wir mal erstmal hier. Okay, und jetzt bei 3, ja? Bei 3. 1, 2, 3. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das ist irre. Das ist irre, Patrick, was du hier zusammengesetzt hast. Das ist Wahnsinn. Das freut mich, dass es dir auch gefällt. Grigio Scuro. Okay? Dann haben wir hier die Streifen natürlich lackiert. Okay? Eine Sache fehlt, was ich sofort nachholen würde, wenn es mein Auto wäre. Komme ich aber gleich zu. Und vor allem kommen wir hier hin. Das ist geil. Das ist präzise. Wir haben hier ein Scuderia-Emblem, aber nicht so, wie ihr das normal bei Ferrari seht, dass es so geprägt ist und dass da ein Scuderia-Emblem drin ist. Nein, das ist handlackiert. Und diese handlackierte Scuderia-Embleme rechts und links kostet sage und schreibe ca. 9.000 Euro extra. Wenn du hier rüber gehst, es ist eins. Und sowas, bei allem Respekt gegenüber anderen Herstellern, ja, kann nur Ferrari. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, und dann noch natürlich ein F8 Spider. Richtig geil. Und du hast mir noch ein Foto geschickt, wo ich ja gesagt habe, das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Wenn du die Tür aufmachst, darf ich? Ja, klar. Okay. Und zwar ist hier wieder ein Ferrari-Label und dahinter steht Atelier. Atelier bedeutet, dass dieses Auto komplett individuell hergestellt wurde für Patrick, der so lässig und cool da steht und so tut, als ob, ja okay, das ist halt, ich drehe gerade richtig durch, ihr wisst nicht, was immer los ist. Ferrari hat zwei Modelle. Natürlich ist ein Ferrari bestellen ist immer was Cooles, immer was Individuelles. Er hat immer ein geiles Gefühl. Welche Farbe nehme ich nicht, was gibt es oft auf dem Markt, wie kann ich mich nochmal vom Markt abheben und so weiter und so weiter. Und hier ist es so, wir haben einmal Ferrari TaylorMade, natürlich. Jetzt wisst ihr auch, warum mein YouTube-Channel Hami TaylorMade heißt. Ne? Und dann haben wir Ferrari Atelier. Und Unterschied zwischen TaylorMade und Atelier ist einfach, bei TaylorMade kannst du auch schon extrem viel individualisieren. Du kriegst auch eine gute Beratung, okay? Bist aber meistens bei den Händlern vor Ort. Atelier wirst du nach Italien bestellt. Da haben die einen Raum, jenseits von Gut und Böse, und da ist alles möglich. Alle Lenkräder sind aufgestellt, alle Ledersorten sind aufgestellt, alle Sitzarten sind aufgestellt, Bremssättel und so weiter. Und dann hast du eine professionelle Beratung noch dabei vom Ferrari-Werk. Und du könntest rein theoretisch bei Atelier sagen, ich möchte meine 4 Bremssättel in 4 verschiedenen Farben haben. Du könntest deinen Pulli mitnehmen, deinen Lieblingspulli, dann scannen sie deinen Pulli ein und nehmen deinen Stoff für die Innenausstattung.
Ich meine, Patrick steht da nur und macht immer so, bestätigt mir das, aber erzähl mal, wie das für dich war. Also bei mir war das ja so, eigentlich war es so geplant, dass ich runterfliegen konnte nach Maranello, ja. Aber aufgrund Corona wurde es dann kurzfristig abgesagt. Ja. Und dann war ich im Autohaus und das war dann wie so ein Zoom-Meeting praktisch, aber die haben dann trotzdem wirklich alles detailliert. Das hat, glaube ich, 2,5 Stunden gedauert, das ganze Zoom-Meeting. Ja. Mir wurde alles gezeigt, alles vorgeschlagen, auch Autos, die schon mal ähnlich konfiguriert waren. Das hat mir halt alles nicht gefallen. Ich wollte unbedingt meinen eigenen Stil ans Auto bringen. Mhm. Und ja, das ist draus geworden. Ich finde ja find Grigio Scuro, das ist eine Sonderlackierung. Das ist eine Farbe, eine Ferrari Classic Farbe, nennt sich die Farbe. Aus den 60er Jahren. Okay. So ein sattes Grau-Uni. Und Grau ist ja gerade ziemlich in. Aber diese Farbe ist noch mal... Es ist so, wenn du live hier vorstehst, es ist einfach ein sattes, tiefes, schön, also mausgrau könnte man das auch nennen. Was aber sehr anfällig ist, die Farbe, die Lackierung ist extrem weich. Und mit weich meine ich, der nimmt alles mit. Kratzer, Steinschläge, alles. Diese Farbe ist extrem empfindlich. Ja, und dann, wie bist du dazu gekommen? Bist einfach zu Ferrari gegangen, hast gesagt, ich möchte einen F8, aber nicht einen normalen F8, sondern... Ja, also ich war vorher eingeladen auf ein Ferrari-Event, da habe ich halt schon mehrere F8 gesehen. Aha. Und die waren halt, ich glaube, von 10 Stück waren 8 rot, einer blau, einer gelb. Mhm. Ja, und ich wollte halt was Besonderes, was nicht jeder hat. Ja, wo man, also ich glaube, jeder bei Ferrari weiß wahrscheinlich auch, wem das Auto gehört. Mhm. Ja, klar. Und ja, das ist, passt eher besser zu mir. Ne? Also wie gesagt, ich wollte kein Standardrot oder dieses Blau oder Gelb. Ich glaube, fahren zu viele durch die Gegend und ich wollte halt was Besonderes haben. Hast du dann hier Giallo Modena genommen? Ist das Giallo Modena? Genau. Giallo Modena ist ja die? Ursprungsfarbe von Ferrari. Ah, da hat sich einer echt beschäftigt mit Ferrari. Geil, richtig geil. Dann hier Nero, also schwarz. Und dann geil auch, dass du deine Embleme in schwarz gehalten hast. Finde ich auch mega geil. Okay. Auspuff auch, also dunkel, pulverbeschichtet. Das ist auch richtig cool gemacht. Dann Carbonpaket. Okay, glänzend, hätte sie auch matt nehmen können. Ja. Warum hast du glänzend genommen? Also glänzend gefällt mir einfach besser. Okay. Also im Innenraum habe ich zwar auch glänzend genommen, aber ich glaube im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich das Matte genommen, weil das wirkt ein bisschen sportlicher, finde ich. Was hat die Kiste gekostet? 428 brutto. Wenn ihr einen F8 Spider nimmt, so solide, also schon eine Ausstattung, wo ihr die wichtigsten Sachen drin habt. So, sagen wir mal so, dass du sagst, das ist ein solides Auto. Ich habe alles, was ich brauche, bist du ungefähr beim Listenpreis von 310.000 Euro. Zwischen 290.000 bis 310.000 Euro kriegst du schon einen sehr, sehr guten F8 Spider. Das stimmt, ja. Und du hast hier nochmal 120.000 Euro on top gelegt. Ja. Heftig. Ja, definitiv. Das Carbonpaket halt komplett, ne? Die Lackierung, die Streifen noch in der Lackierung. Das ist halt alles, was dann Ferrari sich sehr gut bezahlen lässt. Aber auch zu Recht, hat auch nicht jeder. Streifen hat ja immer eine Bedeutung. Bei Ferrari. Kennst du die Bedeutung? Nee, das weiß ich nicht. Ey, komm, du bestellst dir ein Auto für weit 400.000 Euro und dann kennst du die Bedeutung nicht. Aber meine Community weiß das 100%, weil ich das bei jedem Ferrari-Sendung sage. Okay? Alle Ferraris, die Streifen haben, sind handlackiert. Alle. Weil du das gar nicht anders lackieren kannst. Das kriegt kein Roboter der Welt hin. Okay? Alle Ferraris, die keinen Streifen haben, sind roboterlackiert. Also du hast jetzt weit über 400.000 Euro bezahlt und soweit ich sehe, hast du alles angeklickt. Aber eine Sache, für ca. 4.500 Euro hast du nicht angeklickt. Ja, ich würde sagen, du meinst wahrscheinlich die Folierung. Die Folierung, genau. Ja. Warum? mir wurde gesagt, ich soll es lieber im Nachhinein bei dem Partner meines Vertrauens machen lassen, weil die Folierung von Werk ab vielleicht nicht immer hundertprozentig so sein soll, wie es wahrscheinlich dem Auto entsprechend stimmt. Könnte. Kann ich zu 100% bestätigen. Also wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, wurde mir nur gesagt. Ja, kann ich auch zu 100% bestätigen. Es gibt inzwischen Folierungsunternehmen, die ja täglich das machen, täglich. Und die machen das viel präziser als im Werk. Das ist einfach so, leider. Aber das würde ich hier ganz schnell machen. Es sei denn, du willst das Auto nicht fahren. Sehr, sehr wenig zumindest. Mach doch mal dein Verdeck einmal auf. Komm. Wie groß bist du? 1,92. Wie schwer bist du? 100 Kilo knapp. 100 Kilo? Ja. 100 Kilo, 1,92, also könnte schon knapp werden. Ist auch sehr, sehr knapp, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es, Sammler zu werden. Okay. Und die Autos oder die schönen Autos jetzt nicht unbedingt jeden Tag zu fahren. Also würdest du mir den jetzt nicht verkaufen? Nee, das auf keinen Fall. Du würdest mir den nicht verkaufen? Auf gar keinen Fall, für keinen Preis der Welt. Nicht? Nein. Weil du hättest für das Geld, kriegst ja jetzt locker einen Pista. Sogar einen Pista Spider. Ja. Weißt du, ne? Ja.
Aber würde ich trotzdem nicht machen. So, Frankie, jetzt zeig mal bitte die Sitze. Weil das Ganze ist Atelier, darfst du dich austoben, so wie du willst. Und hier hat sich einer tatsächlich ausgetobt, okay? Der hat Fahrersitz in Gelb genommen, was ich mega geil finde. Aber da gibt es einen riesen Nachteil, da komme ich gleich zu. Und den Beifahrersitz hat er, ist das dunkelblau? Nee, das ist schwarz. Schwarz, das wirkt so wie Blue Pozzi, aber ja, es ist schwarz. Kann sein vom Licht genau. Drin wahrscheinlich. Schwarz, mega geil. Dann die Alcantara-Akzente. Dann Kontraststitching, also die Nähte in Gelb. Super, also ich finde es richtig geschmackvoll zusammengestellt. Dann, darf ich mich reinsetzen? Ja, klar. Super. Dann haben wir hier, da bin ich ja so ein Fan von so Details. Mitte, Lenkrad, Carbon, erstmal LED-Lenkrad, dann hier die gelben Streifen. Meine Schaltpedals, auch hier die gelben Akzente reingesetzt. Mega, richtig gut. Nur eine Sache hätte ich innen anders gemacht. Ich hätte innen Carbon matt genommen, weil ich finde das mega sportlich. Ich finde das sportlicher. Ja. Aber das ist Geschmackssache und das ist einfach so. Was sagt ihr dazu? Zwei verschiedene Farben? Hatten wir schon mal. Auch beim 488 Spider, wenn ihr ein paar Videos zurückgeht, da waren die Sitze innen schwarz und rot. Und einen Nachteil hast du, wenn du diese farbigen Sitze nimmst. Gerade du mit 100 Kilo und über 1,90. Beim Einsteigen die Sitzwang. Also wenn du das Auto jetzt fahren würdest, gebe ich dir keine 5000 Kilometer, dann würdest du hier schon richtig Verschleiß sehen. Mhm. Wir wissen ja, gelbe Kühe gibt es nicht, oder? Gelbe Rinder auch nicht. Gesehen. Ich auch noch nicht. Also es ist gefärbt. Es ist zwar richtig gut gemacht, aber nichtsdestotrotz ist es anfällig, gerade gelb und rot auch. Eine Sache hast du noch nicht erwähnt. Warte. Was denn? Der Fußraum ist komplett alles mit Alcantara ausgelegt. Achso, hey. Patrick, ja. Ey, das ist ein Atelierauto, ja, das erwarte ich. Ja, zeig das mal einmal bitte, das ist auch mega geil, extrem anfällig, aber verdammt edel. War das ein Erlebnis für dich, als du das so gemacht hast? Erzähl mal, wie du dich gefühlt hast. Das ist schwer zu erklären. Also natürlich war es ein besonderes Erlebnis. Wie gesagt, ich wurde darauf auch eingeladen, dann nach Maranello mit Werksbesichtigungen, allen drum und dran. Und das war wirklich, also man merkt wirklich, wenn man unten in Maranello ist, Ferrari ist wie eine Religion. Ich glaube in ganz Italien. Ja. Und jeder Mitarbeiter wirklich motiviert, alles super freundlich. Also wer das erleben darf, der glaube ich, kann sich glücklich schätzen. Ne? Also wie gesagt, das ist sehr, sehr selten. Ich war auch schon bei anderen Automarken in Werken und da hast du nicht dieses Erlebnis wie bei Ferrari. Also es ist wirklich wie eine Familie, jeder Mitarbeiter, jeder vergöttert Ferrari. Ich hatte mal ein Riesenglück, dass wir komplett durch Italien gefahren sind, von Mailand nach Neapel mit einem Ferrari. Das ist für die echt eine Religion. Und ich sehe das so, dass Ferrari in Italien ganz anderes Stellenwert hat als Lamborghini. Definitiv, das auf jeden Fall. Sag mal, bist du denn schon mal gefahren? Ja, vom Autohaus hierher. Wie viele Kilometer? Sind das knapp 30. 30 Kilometer? Ja, sowas. Also hat er jetzt unter 100 Kilometer? Das auf jeden Fall, ja. Frankie, du guckst so. Der traut sich mir nicht zu sagen. Fahren wir eine Runde? Können wir gerne machen. Ja? Ja, klar. Ja, los, dann fahren wir jetzt eine Runde. Die Kennzeichen haben wir jetzt nur vorne reingelegt für euch als Information, weil das Auto ja so neu ist und wir sind die Einzigen, die das Auto jetzt fahren dürfen und wir fahren nur eine Straße hoch und runter, ja? Also alles entspannt. Gut, alles gut. Super. Perfekt. Zack. Oh mein Gott. Ein Ferrari. Ich liebe ein Ferrari durch und durch und dann noch in der Farbkombination. Obwohl das ein Turbomotor ist, ne? Hört er sich so geil an. So, das ist so ein geiles Auto. Das ist einfach, du fühlst dich sofort safe hier drin. Das stimmt, ja. Also sofort. Echt. So, jetzt machen wir mal verdeckt zu. Ist besser, wenn man drückt, ne? Gedrückt lassen, ne? Das ist auch eine geile Nummer hier, ey. Das ist auch so. Zack. Ist ein bisschen kalt, ne? Für offen, oder? Würde ich sagen. Ja. Ich finde es halt manchmal peinlich dann, weißt du, wenn es so nicht so gutes Wetter ist, also die Leute fahren offen. So möchte gerne. Ja. Boah, der ist sofort da, ne? Ja. Das ist unglaublich. Alter Schwede, ist das geil. Ist das geil, das ist so geil. Bist du den vorher mal Probe gefahren, als du den bestellt hast? Ja, okay. Da war in Bad Homburg, in der Kronberg-Taunus irgendwo in so einem Schloss, war so ein, so ein Event, da durfte ich die testen, Probe fahren. Okay, genau. Okay.
Und was hat dich sofort gepackt? Das ist halt ein sehr sportliches, aber trotzdem bequemes, angenehmes Fahren ist. Also du hast nicht dauerhaft dieses dröhnende Motor hier drin. Ne? Also ich sag mal mit dem. Ja, genau. So, aber du kannst mit dem auch Auto ohne Probleme weite Strecken fahren, finde okay. ich jetzt. Ne? Ja, genau, also, genau. Und wenn du siehst, wie easy wir überholen können, das ist einfach geil. Das Auto ist, es ist so nah an Rennsport, oder? Ja. Obwohl das ja noch nicht mal eine Leichtbauversion ist. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Temperatur erreicht. Fühlst du dich wohl? Sehr, immer. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist unglaublich. Auch wie meine LED-Leuchten hier mitspielen, das ist einfach genial. Das ist einfach genial. Und jetzt beim Runterbremsen, guck mal. Und das war das Geile bei den 458, bei dem ganz großen Bruder. Da hat er hinten so diese Bum, 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 hat er rausgeschossen, ja. Weißt du? Das hat der natürlich durch Turbomotor nicht mehr. Jetzt gehen wir mal im Race-Modus. Also, es ist super. Es ist verdammt geil zu fahren. Für einen turbogeladenen Motor ist dein Sound trotzdem da, okay? Was ich aber besser finde zu den 488, wo Ferrari echt dran gearbeitet hat, ist, dass du diese Turbogeräusche, dieses Turbo-Luftensaugen, hörst du über den nicht mehr. Ja. Aber ansonsten, ja, Verarbeitung brauchen wir nicht drüber reden. Die ist einfach spitze, selbst beim Spider mit einem Alcantara-Hinnel, ist mega geil. Ja. Aber erhoffst du dir hier auch einen Wertzuwachs? Ja, definitiv. Also ich meine, aktuell würde ich sagen, haben wir den auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, ich sag mal, verkaufen steht für mich absolut nicht in Frage. Ja, ich meine, klar freut man sich, wenn das Auto wertstabil bleibt. Okay. Und vielleicht noch einen kleinen Mehrwert hat, ja. Was man vielleicht bezahlt hat. Aber ja. Im Endeffekt werde ich ihn sowieso nicht verkaufen. Okay. Werde ihn sammeln, werde ihn in die Garage stellen. Okay. Ab und zu mal vielleicht, wenn schönes Wetter ist, offen fahren. Mhm. Aber natürlich freut man sich, wenn das Auto mehr wert ist, als man bezahlt hat. Oder okay. Man ist ja alles ein bisschen okay. Geschäftsmann. Ein bisschen Geschäftssinn sollte man ja haben. Immer. Aber was ist dein Ziel? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 32. 32, okay. Ja. Wo willst du in 10 Jahren sein? Autotechnisch jetzt. Autotechnik, dass ich vielleicht eine größere Sammlung von Ferraris habe. Und dass ich halt auf jeden Fall, ich sag mal mit Mitte 40 dann, vielleicht schon die seltenen bekommen, ja, dass auf jeden Fall Ferrari weiß, wer ich bin. Muss auch alles laufen, gerade geschäftlich und alles, das muss immer alles passen. Mhm. Aber wäre auf jeden Fall mein Traum oder mein Wunsch. Und da arbeite ich auch sehr hart und fleißig für. Also, Wie viele Stunden arbeitest du am Tag? Ja, ich sag mal mindestens 12, aber meistens sind es 14 bis 15. Also, Wahnsinn. Und dann Wochenende dazu, ne? Du hast halt immer... Du bist im Handel tätig. Genau, ja, im Handel, genau. Ja, das ist krass. Ja, weil viele sehen ja immer Endergebnis. Und sehen immer, wie du in so ein Auto einsteigst, aussteigst und wie du so ein Auto tanken gehst und dann machen sie Daumen hoch oder sagen, was ist das für ein Blödmann? Ja. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Also ist in Deutschland definitiv hoher Neidfaktor. Viele haben so ein Schubladenprinzip nach Ferrari, Schublade auf, rein, Schublade zu, Proll. Ja. Genau. Okay. Und der eine sagt, ey, geil, dass er sich das leisten kann, cool. Er legt Wert auf Leistung und gerade jetzt hier auch natürlich auch auf Design. Ja. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das finde ich immer mega cool. Ja. Das finde ich cool. Danke. So, boom. Mein Gott, das ist immer wieder so ein geiles Gefühl. Alleine jetzt die Farbe auch im Hellen. Guckt euch mal die Farbe an. Ja. Das ist doch genial. Die Farbe ist genial. Und da bin ich gespannt jetzt auf eure Kommentare, ob ihr die Farbe geil findet oder nicht. Ich finde sie mega geil. Vielen, vielen Dank, dass wir das Auto fahren durften, dass wir gemeinsam das Auto erleben durften. Sehr gerne. Somit ist mein Sonntag auf jeden Fall gerettet. Ich hoffe, euer Sonntag auch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und einen schönen Wochenstart morgen. Bis nächstes Mal. Ciao.